Christine Kane ist eine begabte Autorin und Rednerin, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt Lebenssinn vermittelt. Zusammen mit ihrem Mann Nick ist sie Gründerin von A21, einer Organisation gegen Menschenhandel, die zum Ziel hat, die moderne Sklaverei abzuschaffen. Bitte heißen Sie Christine Kane willkommen. Christine, hi! Hi! Es ist schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr und ich weiß, dass viele schon lange auf deinen Besuch gewartet haben. Ich bin begeistert, hier zu sein. Für die, die dich nicht kennen, erzähl uns von deiner Arbeit. Du hast für Hillsong gearbeitet und warst dort aktiv. Du hast dort viel Jugend- und Frauenarbeit gemacht. Erzähl uns, wie alles anfing. Ja, stimmt. Ich bin in meinen frühen 20ern zum Glauben gekommen, in der Hillsong-Kirche in Sydney, Australien. Dann fing ich in der Jugendarbeit an, was dazu führte, dass ich eine nationale Jugendarbeit in Australien organisierte. So um 2007, 2006 sah ich dann an einem Flughafen Plakate von vermissten Kindern und Frauen. Eine Bekannte, die für UNICEF arbeitet, war mein erster Kontakt zu diesem Thema. Und sie erzählte mir, dass diese Kinder und Frauen mutmaßliche Opfer von Menschenhandel waren. Ehrlich gesagt war meine erste Reaktion: Was meinst du damit, Menschenhandel? Sie sagte: Weißt du, dass es heute auf der Erde mehr Sklaven gibt als je zuvor? Ich meinte, das kann doch nicht sein. Doch dann machte ich mich schlau und stellte fest, dass Sklavenhandel das am schnellsten wachsende Verbrechen der Welt ist. Und da veränderten sich die Dinge für mich. Mein Mann und ich wurden dann aktiv. Sklavenhandel ist weltweit das am schnellsten wachsende Verbrechen. Ja, weltweit. Es wächst schneller als der Drogen- und Waffenhandel. Der Kauf und Verkauf von Menschen ist das am schnellsten wachsende Verbrechen. Ich hatte nie gedacht, dass ich eine derartige Arbeit tun würde. Zu dem Zeitpunkt waren wir sehr mit Evangelisation beschäftigt und halfen Kirchen auf der ganzen Welt. Viel Mission, viel Arbeit mit jungen Leuten. Einmal bereitete ich mich dann vor, über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu sprechen. Als ich in meinem Herzen spürte, wie Gott zu mir sprach: Christine, du hältst dich für den barmherzigen Samariter, weil du um die ganze Erde flitzt und all diese Sachen machst. Aber du bist eher wie der Levit und der Priester. Ja, ich weiß, der Herr ist immer sehr subtil, wenn er zu mir spricht. Ich hatte den Eindruck, dass er mir sagte: Du bist so damit beschäftigt, dein nächstes christliches Ding durchzuziehen und bei der nächsten christlichen Konferenz zu sprechen, dass du diese Plakate von den Frauen und Kindern eher als Störfaktor empfindest und nicht als das eigentliche Anliegen. Da wusste ich, dass das nichts war, wo ich einfach dran vorbeilaufen durfte, sondern dass Gott meine Aufmerksamkeit darauf gelenkt hatte. Er hatte unsere heutige Arbeit im Sinn gehabt, die ich mir damals noch gar nicht vorstellen konnte. Der Herr musste erst mal mein Herz packen, damit ich nicht wegsah. Da wir von so viel Ungerechtigkeit umgeben sind, kann man sich angewöhnen, wegzuschauen. Aber wenn man wirklich hinsieht, kann man es nicht mehr ungesehen machen, und das ist mir passiert. Kate Jackowitz von deiner Organisation A21 war hier und sie hat uns von eurer Arbeit erzählt. Es ist beeindruckend, was für eine Auswirkung A21 hat. Einfach erstaunlich. Ja, auch jetzt läuft gerade viel. Wir stehen zwar hier, aber viele meiner Teams bereiten gerade unsere Kampagne beim Super Bowl vor, wodurch wir Millionen Menschen aufklären können. Ihr seid auch in Kambodscha aktiv. Ja, wir tun auch viel in Thailand und Großbritannien, insgesamt in 15 Ländern auf der ganzen Welt. Es ist so wichtig, wie ihr Frauen helft. Ihr rettet sie nicht nur, sondern helft ihnen auch, heil zu werden und zum Glauben zu finden. Oh ja, wir legen viel Wert auf Nachsorge. Und es sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Neulich hatten wir 18 Männer, die aus dem Zwangsarbeitshandel befreit wurden. Das ist real. Das ist eindrucksvoll. Wow, Christine, wir freuen uns so, dass du heute hier bist. Wir glauben, dass du eine ganz wichtige Arbeit leistest. Menschen müssen davon erfahren. Wir sind so dankbar, dass du heute bei uns sein kannst. Und wir freuen uns schon auf deine Predigt. Wir können es kaum abwarten. Danke, Christine, dass du hier bist. Eine Frage noch. Was erhoffst du dir für A21 in den nächsten 5, 10, 20 Jahren? Was würdest du dann gerne erreicht haben? Oh, Bobby, meine größte Hoffnung ist, dass es unsere Organisation dann nicht mehr geben muss, dass das Problem aus der Welt geschafft ist. Was für eine gute Antwort, großartig. Das wäre klasse. Unser Ziel ist, die Sklaverei überall für immer abzuschaffen. Erst dann ist meine Arbeit getan. Christine, wir werden in Kürze deine Predigt hören. Eine Ermutigung für uns alle.